Rare Dinge waren früher schon immer sehr beliebt und sind es heute noch. Zum Beispiel Salz, Steine, früher, heutzutage sind es Luxusuhren wie Rolex oder eben auch Bitcoin. Warum fahren die Leute heutzutage so extrem auf Luxusuhren wie Rolex ab? Wieso spreche ich über dieses Thema? Was hat das mit Bitcoin zu tun? Das erzähle ich dir in diesem Video hier und ich werde dir noch drei ganz wichtige Tipps mitgeben. Starten wir also gleich rein. Warum mache ich ein Video, in dem das Wort Rolex im Titel vorkommt? Ist es nur Clickbait? Nein, definitiv nicht. Ich habe dir eine Geschichte, die ich dir mitgeben möchte, die sie in meinem Kollegenkreis zugetan hat und mir auch gezeigt hat, warum Leute in Bitcoin investieren. Und zwar sind das auch drei Punkte anhand dieser Geschichte, die ich dir mitgeben möchte. Und zwar Punkt Nummer 1 ist, rare Dinge werden immer wertvoller. Ohne zu investieren passiert auch bei dir nichts. Und Bitcoin, das ist der Punkt Nummer 3, ermöglicht dir immer mehr. Ich habe einen sehr guten Kollegen von mir, der ist gerade extrem in diesem Bitcoin Rabbit Hole drin, möchte alles über das Thema erfahren. Ich habe schon länger mit ihm, schon vor Jahren darüber gesprochen, aber jetzt ist er so richtig tief drin und hat natürlich auch seine Fehler gemacht. So die typischen Dinge, hat einfach wild mal investiert, auch Geld verloren, ist aber mittlerweile an einem Punkt angelangt, wo er sagt, hey, ich verstehe jetzt, was du mir immer gesagt hast, der Unterschied von Bitcoin zum Rest in diesem Kryptowährungsumfeld. Er hat mir dann plötzlich eine SMS geschrieben gehabt und meinte, ja, er und seine Frau hätten ein bisschen eine größere Summe zum Investieren auf der Seite und er möchte natürlich gerne in Bitcoin investieren, aber seine Frau möchte lieber 2 Rolex-Uhren kaufen. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil es zeigt auch, dass die Leute heutzutage sich ernsthaft Gedanken machen, wo gehen sie mit ihrem hart verdienten Geld hin? Wo kann man sparen? Wo ist die beste Anlageklasse, dass man in Zukunft am meisten davon profitiert? Das kann natürlich eine Immobilie sein, das können Aktien sein, das ist ein Riesenthema, das in den letzten Jahren, gerade auch während Corona, extrem aufgepoppt ist. Die Investitionsmöglichkeiten in Aktien, die Coaches, die da auch gekommen sind, aber auch natürlich Luxusuhren und auch Bitcoin. Ich fand das wirklich spannend, dass sich die Leute mittlerweile Gedanken machen, dass eine Luxusuhr wie eine Rolex eine sehr gute Anlagemöglichkeit ist. Und wir sehen auch auf diesem Markt einen Riesenhype, die Preise gehen da massiv nach oben. Und das ist auch der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte. Rare Dinge, die werden wertvoll bleiben. Einfamilienhäuser haben sich in den letzten 3 Jahren im Schnitt, hier in der Schweiz zumindest, im Schnitt ungefähr 10% verteuert. Kommt natürlich immer auf die Lage drauf an und ist auch eine große Summe. 10% ist da natürlich sehr schnell sehr viel. Vergleichen wir aber mal den Luxusuhrenmarkt, nehmen da spezifisch die Rolex wieder raus. Je nach Typ haben die sich teilweise über die letzten 3 Jahre über 60% verteuert. Im Gegensatz dazu schauen wir auch wieder Bitcoin an. Über die letzten 3 Jahre, da bist du ja, sehr, sehr schnell bei mehreren 100%. Teilweise, je nachdem, wann du gekauft hättest, 400 bis 500%. Ist natürlich extrem, aber man sieht, alles, was rar ist, steigt im Preis. Jetzt kann man sagen, Bitcoin ist viel, viel volatiler als eine Immobilie, als ein Einfamilienhaus oder als eine Rolex. Ja, kann man sagen, ist noch ein junger Markt, der definitiv volatiler ist, aber die Chancen sind da natürlich dann auch größer. Aber wichtig ist, dass du dich zuerst einmal mit dem Markt beschäftigst, Chancen und Risiken kennst, bevor du investieren würdest. Viele Leute kommen dann auch auf mich zu und sagen, ja, weißt du, Marc, ich verstehe, ich weiß, was Bitcoin ist, wie mein Kollege zum Beispiel, er meinte das auch. Und dann höre ich aber immer wieder, dass die Leute trotzdem immer noch an der Seitenlinie stehen und denken, ja, wann steige ich ein? Steige ich jetzt ein? Ist es nicht schon zu spät? Ich möchte das perfekte Einstiegsmomentum finden. Was ist jetzt mit diesem Coin, mit jenem Coin? Es zeigt mir einfach immer wieder, dass das Marktverständnis nicht da ist und das ist ganz, ganz wichtig, dass du das für dich aufbaust, bevor du investierst. Und das bringt mich nämlich zum zweiten Punkt. Ohne dass du investierst, passiert bei dir nichts. Schau, frag dich mal selber, was hält dich davon ab, dein hart verdientes Geld zu investieren, dich um deine Finanzen zu kümmern? Das hat jetzt nichts mit Bitcoin zu tun, einfach generell liegt bei dir auf dem Bankkonto Geld rum. Wieso kommst du nicht ins Handeln? Ich sag's dir, weil du wahrscheinlich denkst, dass es viel zu kompliziert ist, viel zu viel Zeit braucht, viel zu aufwendig ist, dich mit den Themen zu beschäftigen und deshalb lässt du es einfach sein und lässt das Geld sozusagen immer weniger werden auf deinem Sparkonto.
Bei Bitcoin kommt dann noch dazu, dass die Medien dir irgendetwas vorschwafeln, ja, das sei nur für Kriminelle, ist ein Schneeballsystem und so weiter. Und da kannst du natürlich bei dir so einen Haken setzen, ja, ich habe schon immer gewusst, ich beschäftige mich nicht mit diesem Thema. Was ich dann immer wieder schlimm finde, ist, wenn ich höre, dass Leute sich Tage, Wochen oder Monate damit beschäftigen, welcher Fernseher sollten sie als nächstes kaufen, welcher hat die beste Auflösung, wo ist der beste Preis, wann soll ich den kaufen, Black Friday und so weiter und so fort, anstelle die Zeit zu nutzen und in sich zu investieren, sich zu fragen, wie kann ich in Zukunft mit meinem Vermögen profitieren, wo ist die beste Investitionsmöglichkeit. Und das finde ich schon immer wieder tragisch, wenn ich das höre, weil das bringt mich nämlich zum dritten Punkt. Bitcoin ermöglicht dir nämlich viel, viel mehr in Zukunft, als du denkst. Keine Finanzberatung an dieser Stelle, aber nehmen wir nochmal das Rolex-Beispiel. Ich hatte meinem Kollegen schon vor 5 Jahren geraten, sich mit dem Thema Bitcoin zu beschäftigen, vielleicht einen kleinen Teil auch zu investieren, mal auszuprobieren. Das lege ich auch dir näher, wenn du jetzt noch an diesem Punkt stehst. Aber gehen wir mal diese 4 bis 5 Jahre zurück und schauen wir uns das Rolex-Modell an. Ich habe ein typisches rausgesucht, das Submariner-Modell. Es ist mir auch klar, dass bei diesem Modell unterschiedliche Produktionsdaten gibt und so weiter und so fort. Ich bin kein Rolex-Experte, aber ich habe da mal ein paar Preise rausgesucht. Starten wir also 2017 rein, da hat ein Submariner Rolex Modell ungefähr 7.500 Euro gekostet. Und wenn mein Kollege diese 7.500 Euro in Bitcoin investiert hätte, hätte er ungefähr 4 Bitcoins kaufen können. Spulen wir nun vorwärts ins Jahr 2022. Da hätte er mit dem Rolex Modell eine schöne Rendite erzielt. Preise sind heute ungefähr bei dem Doppelten, also 15.000 bis 20.000, als wäre ein super Investment gewesen. Schauen wir uns aber Bitcoin an. In dieser Zeit hätte er 160.000 Euro daraus gemacht. Das heißt, mit seinem Bitcoin-Investment hätte er theoretisch sich mehrere Rolex-Modelle kaufen können und hätte trotzdem noch was übrig gehabt für sich und seine Familie. Ja, ist vielleicht ein plakatives Beispiel, aber da gibt es sehr viele solche Beispiele in der Vergangenheit, die gezeigt haben, wie Bitcoin die Kaufkraft ermöglicht oder erhält oder sogar ausbaut. Man kann auch das iPhone nehmen. Vor ein paar Jahren hättest du noch ein paar tausend Bitcoin dafür bezahlen müssen. Heute bekommst du das neueste iPhone für unter 0,0x Bitcoin. Das heißt, du musst nicht mal mehr einen halben Bitcoin investieren, für das neueste iPhone zu kaufen. Und das bringt mich auch zum Fazit von diesem Video. Ich möchte dir nochmals die 3 Punkte mitgeben. Und zwar war das Punkt Nummer 1, rare Dinge wie eine Rolex, eine Immobilie oder auch Bitcoin, die werden in Zukunft auch rar und beliebt bleiben. Punkt Nummer 2 ist, wenn du nicht in dich investierst, nicht Zeit investierst, um dich mit einem neuen Markt wie Bitcoin zum Beispiel zu beschäftigen, wenn du nicht ins Handeln kommst, ja, dann wirst du in Zukunft auch nicht profitieren. Punkt Nummer 3, Bitcoin ermöglicht dir immer mehr. In der Vergangenheit haben wir es gesehen, sei es mit dem Rolex-Beispiel oder mit dem iPhone-Beispiel. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird das auch in Zukunft so bleiben. Bitcoin ist extrem rar. Noch viel rarer als eine Rolex oder als eine Immobilie. Es wird immer beliebter. Beschäftige dich mit diesem neuen Markt. Lerne die Chancen und Risiken zu kennen. Ich habe meinem Kollegen abschließend dann gesagt, überzeug nicht deine Frau, das ist immer schlimm. Überzeuge niemand von Bitcoin. Investiert in Rolex, wenn euch das gefällt. Ist ja ein schönes Mode-Accessoire schlussendlich auch. Aber legt doch einen kleinen Anteil noch in Bitcoin an, wenn das das richtige Investment für euch ist. Also Non-Financial Advice nochmals an dieser Stelle hier. Und ich hoffe, es hat dir auch ein paar Impulse mitgegeben. Falls sich das Thema Bitcoin näher interessiert, geh auf meine Webseite, kann sich gerne bei mir melden. Und wir sehen und hören uns in einer nächsten Folge wieder. Mach's gut, dann mal. Tschüss.